Wer fängt an? Du. Ja. Wie wär's denn, wenn wir Markus anfangen lassen, der uns hier eingeladen hatte? Markus, möchtest du kurz zum Abschied noch ein paar Worte sprechen zu uns? Also, herzlichen Dank. Komm mal ruhig zu uns hier. Ich bin etwas verschwitzt, weil wir noch... Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, wir konnten euch ein guter Gastgeber sein. Ihr habt gute Räumlichkeiten vorgefunden. Es hat euch Spaß gemacht. Hoffentlich konnten wir auch durch einfach die Lokalität hier euch begeistern. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn wir das vielleicht im nächsten Jahr, so ihr, Ralf, Claudia und Tim, das wollt, fortsetzen können. Ich würde gerne noch meinen Kollegen und Kollegen danken, die hier im Hintergrund ganz viel gearbeitet haben. Vor allem die Conny, die jetzt, glaube ich, doch dort hinten ist. Vielen Dank, liebe Conny. Auch Dank natürlich an unsere Veranstaltungstechnik, insbesondere den Daniel, der dort hinten sitzt. Und guter Mann. Der vor allem sehr, sehr viel zu tun hatte, wenn Tim Pritloff das Mikrofon in die Hand nahm. Denn Tim hat immer so nah geredet. Ihr braucht hier Monitorboxen. Break the rules. Ja, ich weiß, ich weiß. Oder bessere Ohren. Nein, also kommt alle gut nach Hause und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ich glaube, das können wir auch gleich nochmal explizit uns auch sehr bedanken. Die Unterstützung war sehr mannigfaltig und ging auch deutlich über das hinaus, was wir eigentlich so hätten auch nur erwarten können. Bis hin zum Spülen des Geschirrs war die Truppe hier für uns rund um die Uhr von früh bis spät im Einsatz. Ich habe ja ein bisschen die Befürchtung, dass sie euch viel zu sehr verwöhnt haben. Auch dafür könnt ihr euch nochmal bei denen bedanken. Genau. Nächstes Mal müsst ihr wieder mehr mitmachen. Werden mehr Arbeitsplätze vergeben. So, magst du dich setzen oder sollen wir stehen? Ich war so schon immer auf halbem Sprung, weil wir wollen ja auch Fazit von den Teilnehmern ab einholen. Deswegen, aber ich kann mich auch erstmal noch hinsetzen. Nur ich komme so schlecht wieder hoch. Ja. Bleib einfach sitzen. Das passt schon. Genau, du bleibst sitzen und ich mache ein bisschen Fazit. Das passt, glaube ich, besser. Oder durch die Gegendlauffazit, so meinte ich das. Was mich interessieren würde, wir hatten ein paar Neuerungen dieses Jahr. Wir versuchen ja jedes Jahr irgendwie ein paar neue Dinge und da würde mich jetzt mal interessieren, so auch von denen, die schon ein paar Mal dabei waren oder bei denen, die neu waren. War das gut, war das schlecht, sollen wir es nächstes Mal wieder so machen oder... Es ist euch gar nicht aufgefallen. Oder ist es euch überhaupt gar nicht aufgefallen, ganz genau. Du kannst ja erstmal noch, so. Das noch nicht sagen, was wir anders gemacht haben vielleicht. Das, ob sie selber drauf kommen. Okay, machen wir erstmal eine völlig freie Feedback-Runde. So Statements von euch. Jeder darf mal. Also die Heinzelmännchen haben super toll funktioniert. Es ist ganz viel so mit Catering und Technik und so weiter einfach so aus meiner Sicht sehr reibungslos vonstatten gegangen. Wo ich mir noch so ein klein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre vom Öffentlich-Rechtlichen noch ein bisschen mehr Anwesenheit. Das war einfach so, ja, ich würde denen eigentlich wünschen, dass sie uns auch ein bisschen besser beobachten, weil sie könnten wahrscheinlich, genauso wie wir von ihnen, auch von uns ein paar Dinge mitnehmen. Jo. Also für mich ich bin absoluter Neuling hier. Ich muss sagen, für euch als Community, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist so diese Komplexität und Vielfältigkeit von den Themen, die ihr euch annehmt. Also ich bin da wirklich stark beeindruckt und für euch ist es vielleicht so Daily Business, deswegen wollte ich das nochmal so als Neuling so rausbringen. Es war wirklich, ich bin stark beeindruckt, auch so was gesellschaftsrelevante Themen betrifft, wie ihr euch da engagiert. Tolle Sache. Ja, ich fand die Veranstaltung auch wieder sehr schön, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Eine Neuerung war, dass ihr die
Vorträge ja auch ins Nachmittagsprogramm gezogen habt. Dadurch war, ich war dann jetzt bei am Sonntag im Studiolink-Vortrag, der war relativ leer. Da muss man dann sicherlich auch immer nochmal gucken, okay, wie wichtig sind welche Vorträge und aber ich glaube, das war da wahrscheinlich sogar auch richtig gesetzt, weil den gucken wir auch viele im Stream danach. Und ansonsten, ja, Catering hat mir auch gut gefallen. Allerdings fand ich den Gaumen-Support ehrlich gesagt besser, um da ganz ehrlich zu sein. Und ansonsten fand ich es auch wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Und ich bin gespannt auf den nächsten Veranstaltungsort, der ja dann hoffentlich wieder in Berlin ist im Frühjahr. Ich will nämlich nicht immer so weit fahren. Das will keiner. Ja. Steht doch mal kurz auf, dass man euch sieht. Ja, genau. Ich habe so viel. Ach so, Linsen. Entschuldigung. Ich habe Linsen, das ist auch was zu essen. Zum Gaumen-Support, was ich ganz nett fand, ist, dass die Portionen tatsächlich mal nicht so groß waren. Wir hatten kein Food-Koma, falls das jemand aufgefallen ist. Nach dem Essen konnten die Leute noch denken. Ja, ich bin jetzt das dritte Mal dabei und mir hat es wieder super gefallen. Und was ich toll finde, ist, dass je häufiger ich komme, desto mehr gibt es zu Podcast-Formaten und Podcast-Themen. Und das finde ich persönlich unheimlich erhellend, weil es mir einfach zeigt, was es sonst noch in dem Universum gibt. Und das könnte gerne weiter so anwachsen. Finde ich super. Die Subscribe muss aus der Technik-Nische raus. Noch rein in die Nische, oder? Irgendwann sagen uns die Leute, dann macht doch mal was anderes, als immer nur Podcast-Formate vorstellen. Macht mal Technik. Ich fand es auch schön, dass die Vorträge jetzt auch noch ein bisschen in den Nachmittag gegangen sind, wobei mit der gleichzeitigen Parallelität von den Workshops, die natürlich auch so ein bisschen Publikum abgezogen haben. Und ich hätte jetzt auch gefunden, dass so ein Vortrag wie von der Barbara Streitl durchaus auch ins Vormittagsprogramm gepasst hätte, wo wirklich alle quasi alternativlos da hätten zuschauen können. Aber das ist wahrscheinlich auch immer eine Abwägungssache, was setzt man parallel mit anderen Sachen und was nicht, wie du gesagt hattest. Und auch nochmal Dankeschön ans Catering, dass es süßes Frühstück gab. Das ist nach 7 Konferenzen wirklich ein Highlight gewesen hier in München. So aus dem Hintergrund, Martin hatte das in seiner Ticketbestellung ausführlichst geschrieben, um was das Frühstück doch bitte mal erweitert werden sollte. Ja, es wurde jetzt, achso. Ja. Vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung. Also Barbara, stimme ich dir voll zu, sie haben mir nur sehr kurzfristig angesprochen und sie hatte dann auch nur am Sonntag Zeit und das war dann sozusagen der einzige Slot, der möglich gewesen ist. Grundsätzlich denke ich, ist klar, dass in dem Moment, wo Workshops stattfinden, sich das ein bisschen aufteilt. Ich denke, wir hätten hier auch noch Kapazität für mehr Leute gehabt. Das muss halt dann entsprechend erstmal ein bisschen nachwachsen. Aber wir haben es halt versucht, so zu verteilen, dass die Dinge, die uns eben auch wirklich jetzt sehr wichtig waren, dann eben sozusagen in diesen Vormittagsteil kommen. Das klappt halt mal besser, mal weniger gut. Aber wie schon erwähnt wurde, dadurch, dass wir dann das eben auch alles aufzeichnen, denke ich mal, ist das dann auch nicht so ein großes Problem. Ich bin ja einer von der Orga vom Podcasting Meetup Österreich, also ich bin hier einer von den Ausländern. Und wir waren eine relativ starke Delegation diesmal hier, weil es für uns halt super nah war. Also wir waren sehr froh, dass es hier war und haben uns sehr gut aufgenommen gefühlt. Also ich habe jetzt ein bisschen beobachtet, so das Feedback von den Leuten eingeholt, wie es allen so geht. Also ich würde vorschlagen, mach mal einen kurzen Gruß, Wien grüßt München. Und ich würde sagen, ein Applaus ist noch notwendig für die Orga und... Ich fand es auch sehr schön. Einziger Kritikpunkt, der Kalender muss anders werden. Ich habe sehr kurzfristig erst verstanden, wann überhaupt mein Vortrag ist. obwohl ich es natürlich hätte wissen können, aber irgendwie war das mit der Zeitenangabe. Also vielleicht war ich auch der DAU, aber ich habe ihn nicht verstanden. Sonst fand ich es sehr schön und was ich mir jetzt wünschen würde, wäre, dass es auch tatsächlich jetzt im Sendegate ein bisschen weitergeht mit einer, mit den sehr guten Diskussionen, die hier gestartet wurden, gerade bei den Sessions, bei denen ich nicht sein konnte. Würde mich das sehr freuen, wenn ihr sowohl euch bei der Doku ein bisschen Zeit nehmt, da reinzuschreiben, was ihr besprochen habt und wir dann vielleicht an den Themen mal dranbleiben könnten. Das würde mich freuen.
Beides super Themen, die du da ansprichst. Da habe ich auch gleich Antworten, beziehungsweise Anmerkungen. Also bitte wirklich alle nochmal unter subscribe.de/doku schauen. Dort sind alle Threads zu finden zu allen Workshop-Sessions, die gemacht wurden. Schreibt da noch eure Sachen rein, die ihr noch im Gedächtnis habt, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wie Herr Genetzer, man darf ihn ja nicht mehr Max nennen, jetzt schon angedeutet hatte, war, schaut auch wirklich, dass da vielleicht ein bisschen die Diskussionen, die hier angeregt worden sind, weitergehen. Das wäre sehr in unserem Sinne. Und das andere ist der Fahrplan. Auch schön, dass du es angesprochen hast. Wir hätten da gerne Leute, die den verschönern, also die da so dran entwickeln. Also dieses Frapp ist das, also so der Name, das ist nicht nur von vorne scheiße, das ist auch von hinten scheiße. Und also es ist nicht... Und auch von oben und unten. Ralf darf das jetzt sogar auch sagen, weil er hat dieses Mal mit die Sessions gesetzt in dem Frapp und ich glaube, er hat zwei Abende nur geflucht. Man gewinnt irgendwann so eine stoische Haltung dazu, zur Bedienung dieses Tools, aber es ist halt klar, das ist ein System, was für Maschinen gemacht ist. Also für eben automatisch Dinge rein und automatisch Dinge rauszuholen und dass da aber letztendlich irgendwie so ein relativ kleines Content-Team, wo nicht jeder seine Sachen perfekt modelliert, sondern man für andere mal eben 30 Sessions anlegt, das ist der pure Horror, ja. Und, aber es ist Open Source und genau, hey. Das ist der Punkt. Also es ist, wir sind da nicht unbedingt darauf angewiesen. Also auch wer bessere Open Source Vorschläge hat, kann sie uns gerne geben. Aber wir sind schon darauf angewiesen, dass wir ein System haben, was mit den VOC-Strukturen zusammenspielt. Und genau für diese VOC-Strukturen ist eben dieses Frapp gemacht worden. Deswegen werden wir das auch, solange es da nicht irgendwas anderes gibt, weiter nutzen. Was aber nicht heißt, dass nicht alle mal unter github.com/frapp gucken können und sich da die entsprechenden Branches ziehen können und weiterentwickeln können. Also es kann nicht so schwierig sein, das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, mal diesen HTML-Table-View mit den Zeiten so zu machen, dass man wirklich auf einen Blick sieht, wann fängt es denn an und wann hört es denn auf. Ja? Also das kann im Jahr 2016 mit HTML nicht so ein Ding. Wir sollten aber auch mal nach Alternativen schauen. Unter Umständen sind andere Systeme für uns besser und der Export für das Frapp ist dann sozusagen nochmal etwas, woran man dann vielleicht die Energie reinstecken sollte. Aber zur Kenntnis genommen, stimmt, ist auch schon seit Jahren ein Problem. Ja, also wenn hier Enthusiasten sind, ich hatte den Link auch schon gepostet, ich poste ihn auch gerne nochmal. Gut, sonst noch Beiträge? Das war mir noch zu wenig. Los, wer war das erste Mal da? Ihr müsst euch auf jeden Fall nochmal kurz melden. Also ich war nicht nur das erste Mal hier auf der Subscribe, ich war auch das erste Mal auf so überhaupt einem Community-Event. Also ich hatte bisher vom Kongress oder sonstiges noch gar keine Ahnung. Von daher war das schon beeindruckend, vor allem für einen mehr Einsamkeit gewohnten Lokführer sind so viele neue Leute auf einmal dann doch etwas ungewohnt. Ich fand es fantastisch. Ich fand auch die Hintergrundarbeit fantastisch. Das hat alles problemlos funktioniert, auch wenn man mal nicht wusste, wann es anfängt. Man hat sich dann doch zusammengefunden, auch wenn es im Treppenhaus war. Das war toll. Vorschlag fürs nächste Mal, bitte mehr Basics in den Workshops, mehr wie steuere ich ein Mikrofon aus, wie laut muss das eigentlich sein, wie fange ich mit zum Podcast an. Also jetzt nicht wie lade ich einen Feed hoch? Soweit komme ich noch. Aber einfach mal so, wie macht man einen guten Podcast? Das wäre ein schöner Workshop. Dazu mal eine Frage. Wir hatten ja so einen Aufruf auch zu Themenwünschen. Hast du, ist der irgendwie bei untergegangen oder könnten wir den prominenter setzen? Oder wusstest du davon nichts? Oder, ich war zuvor noch nicht im Sendegate aktiv. Von daher, ich habe damit über die Mailingliste hast du das auch nicht mitbekommen? Also ich frage nur, das wollen wir wirklich besser machen. Also ich würde gerne wissen, wo ich würde sagen, das funktioniert so schon. Da will ich gar nicht dran rumkritisieren. Dafür bin ich einfach zu spät eingestiegen. Also Leute früher da aktiv reinholen. Dirk? So, also ich habe jetzt schon mal die Freude, dass ich seit Jahren Community-Veranstaltungen aller Schnittmuster kenne. Also beruflich sehr viel mit Entwicklern zu tun gehabt und auch Designer habe ich schon mal erleben dürfen und alle möglichen anderen. Und ich muss sagen, ihr legt eine wirklich hohe Latte. Also in anderen Veranstaltungen ist es schon mal nicht trivial, die Aufzeichnung geregelt zu bekommen. Dass der Kalender grottig aussieht, hat überhaupt nichts daran geändert, dass wirklich eigentlich alles stattgefunden hat und es im Endeffekt funktioniert hat. Wir haben uns zusammengefunden. Es war eine unglaublich schöne, konstruktive, energiegeladene Stimmung. Das fiel mir ganz besonders auf. Also, dass ja einfach immer irgendwie entweder gerade an Ideen diskutiert wurde oder an den Themen, die Themen sozusagen weiter besprochen wurden, die Leute als Eingabe aus den Vorträgen mitgenommen haben, war sehr schön auch
teilzuhaben daran. Ich persönlich fand die Tour in die Aufnahmestudios großartig. Danke fürs Möglichmachen, Einphasen, wen immer ich angucken muss. Und ich glaube, dass sowas wie, also wir hatten ja auch, glaube ich, das Equipment und so weiter rum, dass man vielleicht eins besser machen kann. Das knüpft ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Vielleicht so eine Art Podcast-Labor als so einen halben Podcast-Tag, wo die Podcast-Paten mit eventuellen Neulingen wirklich auch von, ich habe eine Idee über, nehmen wir mal ein bisschen auf, spielen wir mal ein bisschen rum, dass man halt einfach mal etwas länger Zeit für so einen Workshop-Teil hat, ist vielleicht total nützlich und wäre hier schön unterzubringen gewesen. Also das ist so das Einzige, was mir vielleicht dazu auffällt. Aber ansonsten tolle Veranstaltung, danke. Auch dir, wo ich den Rücken schon zudrehe. Ja, ich war auch von dieser Veranstaltung total begeistert. Ich bin, mein Heimat-Barcamp in Kiel ist super flauschig und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier toppt das Ganze noch ein klitzekleines bisschen. Diese Community unter Podcastern ist einfach grandios und da muss ich sagen, könnt euch alle nochmal selber applaudieren, weil es gibt keine andere Community im Netz, die so entspannt und so offen und so hilfsbereit ist wie die Podcaster. Das ist einfach so. Hat jemand was so im Ablaufplan vermisst noch? Also was wir die letzten Mal hatten. Katrin, ich weiß, dass du da sowas vermisst hattest. Frag jetzt einfach die Leute, wo ich weiß, dass ich das schon angesprochen habe. Das war nur ein Vorschlag, wie vorhin schon zu der Kalenderdiskussion aufkam, das Half-NARP, was beim Kongress benutzt wird, hat ja diese ganz wunderbare Exportfunktion für den eigenen zusammengestellten Lieblingskalender, nicht wahr? Das wäre doch auch hier ganz praktisch jetzt, wo mehrere Sessions parallel sind. Ja, aber dann machen wir noch mehr unübersichtlichen Aufwand auf, sowieso schon unübersichtlichen Aufwand drauf und wissen nicht, ob das so für das noch irgendwie angemessen ist. Ich meinte aber, du hattest mich angesprochen wegen der fehlenden Übersichtssessions. Oder warst du das gar nicht? Ich glaube, das war ich nicht. Okay, dann Entschuldigung. Aber oder her. Aber darf ich das dann trotzdem noch mal ganz kurz sagen, weil wir hatten es, ich übergebe gleich, wir haben nämlich rausgenommen unter anderem abends noch mal die Zusammenfassung, jetzt auch vor dieser Abschlussrunde, noch mal die Zusammenfassung der Workshop-Sessions. Und was da mir zugetragen wurde, war, dass es ein bisschen schade ist, auch wenn es dann im Teilen die Wiederholung war dessen, was eben schon gesagt wurde oder auch im Frapp dann, also im Fahrplan drin stand, dass es doch schön wäre, immerhin nochmal dran erinnert zu werden, was für Sessions parallel waren und nochmal auch explizit immer auf die Doku hingewiesen zu werden. Geht das noch jemandem so? Kann ich mal hier so, da sehe ich einen nicken und Wie gesagt, am Ende jeden Tages kurzer 2 Minuten Elevator Pitch, das ist in unserem Workshop gelaufen. Wer hat das diesmal vermisst? Wer findet es gut, dass wir es weggelassen haben? Achso, es waren ungefähr so 6 oder 7. Wer findet es gut, dass wir es weggelassen haben? Okay, also würde es tendenziell eher vermisst. Egal, nochmal so 4 oder 5. Wenn man es nicht kennt, dann wisst ihr jetzt nicht, was fehlt. Ne? Okay. Da. Also, ich war schon auf vielen Tagungen, habe auch viele schon selbst organisiert und ich möchte euch ihres Lob aussprechen, wie super die Orga da funktioniert hat. Man hat alles gefunden, egal ob Essen oder irgendwas, Kleinigkeit, Stift, Kleber, immer war wer ansprechbar. Also wirklich Hut ab für das, was ihr da gemacht habt im Hintergrund und tolle Organisation. Ihr habt mich zurechtgefunden, obwohl die Grafik nicht super war auf dem Timetable, aber die restliche Grafik, da möchte ich ein besonderes Lob aussprechen, weil ich finde das unheimlich schön. Sven, das geht an dich. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber ich finde es einfach wirklich wunderschön. Und mir fehlen diese Summaries am Ende des Tages überhaupt nicht, weil wenn mich etwas interessiert, dann habt ihr das so super dokumentiert, dass ich hier nachschauen kann und mir parallel was anschauen kann. Und ich kann Leute fragen, die ich ja irgendwo dauernd treffe. Du warst da und sie erzählen mir, was dort ist. Also ich muss es nicht unbedingt im Plenum noch einmal hören. Ich denke mir, es ist gut, wenn ihr euch die Zeit spart und für was anderes verwendet. Aber vielen Dank an alle, die da
gewerkt haben, egal. Und auch an alle, die da waren und bereit waren, mit mir zu reden, obwohl ich nicht in der Nerd-Gruppe und nicht in dieser Community drinnen bin. An der Stelle auch nochmal Danke von mir an die ganzen Neulinge sozusagen im Orga-Team, die mir echt viel, viel, viel Arbeit genommen haben. Dieses Martine, Melanie, Ulrike, Martin, ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch alles vergessen habe. Also herzlichen Dank. Ich war da ein bisschen doof und habe mir neue Sachen gesucht. Aber danke, dass ihr auf jeden Fall das schon mal jetzt von mir fernhalten konntet. Ja, also ein Eindruck, den ich noch gerne loswerden würde, ist ein bisschen derselbe wie beim letzten Mal. Wir haben so immer ein Vierteljahr vor der nächsten Subscribe so ein bisschen den Moment, wo wir uns fragen so, haben wir nicht überhaupt wieder genug Themen und lohnt sich das schon wieder und müsste man nicht vielleicht lieber einmal im Jahr? Und dann war es aber so, dass unser Programm so voll dann wurde, so schnell, dass wir eben auch den Nachmittag mit reinnehmen wollten. Und das war der nächste Moment, wo ich mich gefragt habe, jetzt haben wir so viele Vorträge hier in dem großen Saal, wird das irgendwie die Qualität halten? Ich fand qualitativ, weil das vermutlich von den Vorträgen her jetzt doch wiederum die beste Subscribe, die wir hier je hatten, was natürlich hauptsächlich an euch liegt. Ich hatte also gestern wirklich so diesen Moment im Mittag rum, da waren an dem Samstag wirklich 6 Slots hintereinander und davon war nur einer von mir, wo ich dachte, das war wahrscheinlich die beste Vortragskette, die wir bisher hier hatten. Das war so total episch. Und von daher glaube ich, also wir haben offensichtlich, ist unsere Community wirklich in der Lage, regelmäßig alle 6 Monate dermaßen viel neuen spannenden Content hier auf die Beine zu stellen, wo es auch gefühlt null Wiederholungen irgendwie gibt zu dem, was vorher war. Das finde ich schon ganz erstaunlich. Also vor allem da mein Dank an alle Referenten und Referenten. Das habt ihr ganz, ganz super gemacht hier. Mich würde jetzt nochmal auch nochmal interessieren. Also wir haben ja jetzt auch so eine Entwicklung gehabt. Ursprünglich war das mal eine reine Wochenendveranstaltung. Dann kam uns vor einem Jahr mal ein 1. Mai sehr gelegen, sodass wir den Freitag noch mit dazugenommen haben. Das war dann ein bisschen zu viel. Dann haben wir trotz des fehlenden Feiertags beim letzten Mal den Freitagnachmittag mit reingenommen. Da war dann so die Beteiligung noch ein bisschen schwach. Diesmal hatte ich so den Eindruck, dass so 90% es tatsächlich auch zum Freitagnachmittag geschafft haben. Ja, weiß nicht, dazu hat sich jetzt so recht keiner geäußert. Vielleicht, falls jemand da noch Ansichten hat in Bezug auf die Länge der Veranstaltung. Ist das so richtig? Müsste das eher kompakter sein oder schreit das nach Ausdehnung? So in der Richtung. Ich meine, Freitage sind generell immer so ein bisschen knifflig, das sehe ich schon ein. Slotlängen, Pausen. Also was ich fand, ich hätte sehr viel häufiger noch länger diskutiert. So nach den Vorträgen, aber... Da komme jetzt ich und sage, aber die Vortragenden kriegen auch gesagt, dass sie 30 Minuten haben und ihren Vortrag bitte auf 20 bis 25 Minuten auslegen sollen, genau, und dann um noch Zeit zum Diskutieren zu haben. Genau, dann hätte man noch diskutieren können. Ja, aber das passt dann halt irgendwann nicht mehr in so ein Konferenzprogramm rein, ne? Weil das... Ja, jetzt lass mal... Die Beiträge mit der... Die besten Beispiele kriegen von mir hinterher auch immer meine Meinung gesagt. So, Herbert. Ja, ich habe auch schon einiges an Tagungen, Konferenzen und ähnlichen Veranstaltungen erlebt. Ich fand das auch wirklich ganz großartig von euch organisiert. Ich fand das Programm ganz wunderbar. Die Länge, weil du jetzt gefragt hast, finde ich auch sehr gut mit Freitag. Was man aus meiner Ansicht ein bisschen ändern könnte, ja, ich weiß es nicht, entweder die Slots ein bisschen länger machen oder schauen, dass ein bisschen Luft dazwischen ist, aber die Diskussionsrunden sind, naja, das weiß man natürlich vorher nie, ob eine Diskussion überhaupt zustande kommt, aber da hat mir ein bisschen der Platz dafür gefehlt. Halbstundentakt ist an sich schon sehr gut, weil sonst wird es unrund beim Rechnen. Mit den Viertelstunden, wenn man da 40 Minuten oder 45 draus macht, ja, weiß ich auch nicht genau, wie man das lösen könnte. Kriegt man dann natürlich, entschuldige mich, ich da unterbreche, aber auch wirklich weniger im Programm unter, ne? Das ist natürlich der Nachteil, ja. Das ist immer das ewige Abwägen. Also ich habe auch eigentlich gelernt, so das Beste ist, wenn man zwischen jedem Talk eine Viertelstunde Pause macht. Das ist so, was der Kongress zum Beispiel auch macht. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Aber es ist dann halt wirklich in der Summe, heißt es dann eben auch, entweder es geht dann auch sehr lang oder man kriegt nicht so viel unter. Und das ist immer das ewige Abwägen.
Ja, also das, ja, das mit dem Vor, das mit dem Vormittag, also das war ja bis zum, ja, vom Jahr war das noch so, dass wir immer explizit diese Trennung hatten, vormittags Vortrag, Singletrack, alle Aufmerksamkeit sozusagen auf den einen Talk, was, wie ich finde, auch so für so den Start in den Morgen eigentlich immer sehr kompatibel ist, weil muss ja eh der Kaffee noch wirken und man sitzt da so ein bisschen so, was will ich eigentlich von diesem Tag? Erstmal so ein bisschen Input, Input, Input. So, und dann mit dem Mittagessen walkt sich das dann sozusagen schon zu so einer Aktivität zusammen, die man dann so in den Workshops richtig durchfeuern kann. Das haben wir jetzt so ein bisschen aufweichen lassen, ne, mit diesem Kompromiss, mit wir lassen halt den Main-Track noch ein bisschen weiterlaufen. Hätte ich jetzt auch ein bisschen schade gefunden, jetzt diesen Raum zum Beispiel nur vormittags dafür zu nutzen. Das war, glaube ich, so, wie wir es gemacht haben, jetzt nicht falsch. Muss man mal sehen. Also ich denke, ist immer so ein Abwägen, ne? Also ich muss sagen, dass ich diese halben Stunden eigentlich ganz gut finde, weil man halt viel Themen unterbekommt. Ja, ich würde mir da auch manchmal mehr Diskussionen im Anschluss wünschen, aber wir probieren ja auch die Leute über 3 Tage zusammenzuhalten. Also es hat ja auch einen Grund, warum wir das Catering hier machen und nicht sagen, geht raus und in die Welt und holt euch selber was. Und ich finde es dann eigentlich schön, wenn diese Vorträge dann auch mitgenommen werden, um die Diskussion weiterzuführen, den Tag über oder die Tage über. Und mein Kompromissangebot dann immer an die Referentinnen und ist auch, macht doch euren Vortrag dann von mir aus auch auf 30 Minuten und bietet noch einen begleitenden Workshop an, in dem man dann mit den Leuten, die da auch mitdiskutieren möchten, weil manchmal sind es auch gar nicht alle, ja, also wenn da zum Beispiel dann die Super Specials in StudioLink diskutiert werden, dann interessiert das genau 2 Leute noch im Publikum, das ist er und das ist er, so ungefähr. Und der Rest steht dann da ein bisschen, wartet eigentlich auf das nächste Thema. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn man da so einen Kompromiss findet aus man macht einen kurzen Vortrag und man hält ihn sehr kompakt und informativ für alle und für, mit dem, was alle interessiert und schaut dann, wo man eben die Leute, die es dann noch weiter interessiert, in die Diskussion, in die Feedbackrunde reingehen wollen, einsammelt und daraus eben einen Workshop macht. Und Workshop heißt ja nicht nur, man zeigt was oder man hält nochmal einen Vortrag, sondern es kann ja auch einfach eine intensive Diskussions- und Arbeitssession sein. Also das finde ich eigentlich immer einen ganz guten Kompromiss und probiere ich dann auch immer zu vermitteln. Dann wollte ich noch kurz was zum Programm und der Ausgewogenheit sagen. Fand ich ganz großartig. Es waren ein bisschen nerdigere Sachen auch dabei. Wenig wirklich Hardcore. Jetzt die Artur-Session war Hardcore. Ansonsten toll ausgewogen. Was ich mir ein bisschen wünschen würde, ich finde ja, dass freie Medien und Podcasts sind in meinem Verständnis freie Medien und Open Source sehr gut zusammenpassen. Und das war mir ein bisschen zu wenig vertreten. Aber das liegt wahrscheinlich auch an den Anmeldungen für Vorträge und Referate und Workshops. Wir nehmen immer gerne Vorschläge entgegen. Also insofern ein Aufruf an die Community. Interessiert euch mehr für Open Source. Nächstes Mal reicht doch was dazu ein. Wie wäre das denn? Wir hatten die Tage schon mal drüber diskutiert, hatten wir natürlich auch alles schon. Also sprich, wenn ihr euch jetzt unseren YouTube-Channel anguckt, hier vom Sendezentrum Welt, ja, so mindestens subscribe.de/YouTube. Genau, werdet ihr mindestens 2 Vorträge dann auch zu Audacity finden beispielsweise. Ne? Das hat es ja auch schon alles gegeben. Aber es ist immer eine Frage, was, ja, wer reicht was ein. Gerade letztes Mal hatten wir da sehr viel sogar. Also da war noch so einiges mehr. Ja, nee, das ist klar. Wobei uns geht's ja jetzt nicht primär darum, sondern um alles. Und da spielt Open Source eine Rolle. Und wir versuchen es halt in dem Maße darzustellen, wie es auch gerade eine Rolle spielt. Und ja, das war, glaube ich, so die Rolle, die es jetzt gespielt hat. Ich würde sagen, wir kommen dann auch gleich zum Ende, machen Abbau, aber bevor wir dazu kommen, von mir oder von allen und vor allem denen da draußen nochmal einen fetten, fetten Dank an das VOG und unsere Videounterstützung. Genau. Und vor allen Dingen auch die Leute, die sich hinter den Kameras eingefunden haben und an Mischern und die da hinten seit langem schon dafür sorgen, dass ihr auch schnell und zeitnah eure Videos bekommt. Was ich ein bisschen zurückweisen möchte, das geht jetzt an die da draußen an dieser Stelle, ist die Kritik, wenn mal der Stream hakelt. Das kommt halt mal dazu und wir haben hier wirklich, ist hier alles ehrenamtlich, was hier passiert und wir sind super dankbar für den ganzen Support, den wir bekommen. Und bitte
kritisiert das nicht, nehmt das so hin. Wir arbeiten dann immer daran, dass es schnell wieder funktioniert. Es hilft vielleicht, wenn man das Verständnis dafür bringt, warum der hauptsächlich hakelt. Das ist nämlich, weil parallel auf derselben Maschine schon die eigentlichen hinterher zu publizierenden Filme gerendert werden. Oh, jetzt kommt Andi und erzählt uns dazu noch was. Oh, alles falsch, was du sagst. Ah, ich habe ihn getriggert. Andi ist übrigens der Mann, der das hier alles aufgebaut hat und betreut. Nein. Ja, also die Frage, die ich mir halt stellt, ist, wie macht man da den Feedback-Kanal am besten? Also wenn wir jetzt zu eins oder zwei Leuten vor Ort oder und diesmal leider mit relativ wenig Remote-Unterstützung das Monitoren auch noch mit übernehmen soll, ich möchte da eigentlich schon die Zuschauer mit einbinden. Die Frage ist halt, wie ist dann am besten der Rückkanal? Also meistens war es halt jetzt so, dass der Videomischer da mit seinem Handy dran saß und dann gesagt hat, ja, der Stream ruckelt, wenn ich gerade nicht selber am Laptop gesessen bin. Und dann konnte ich halt so ein bisschen was dagegen tun. Aber also wir brauchen dann irgendwie einen Feedback-Kanal, aber rein dieses Twitter, bei mir geht's gerade nicht, ist halt auch nicht so zielführend, weil da kann ich halt dann nicht sagen, aus meiner Sicht ist es jetzt erledigt und der muss es dann nochmal bestätigen, da ist es einfach zu viel Neues. Also den Rückkanal müssen wir uns einfach nochmal ein bisschen mehr überlegen. Vielleicht auch ja für die Zukunft, wenn wir dann Workshops oder so. Ja. Kann ja auch ganz andere Gründe haben. Man kann ja vielleicht erstmal bei seinem Provider anrufen oder den eigenen Router treten. Das hilft ja meistens auch schon ein bisschen, ne? Ja, also man muss ja nicht, also wir hatten hier Probleme, klar. Die Kiste war überlastet, jetzt nicht wegen, weil die Kiste noch gleichzeitig Releases encodet. Ist nochmal komplexer, aber sowas früher. Aber mit der HD-Chain ist das alles anders. Ja, Feedback. Genau, Feedback. Gut. Vielleicht noch ein bisschen was zur Zukunft. Da lässt sich noch nicht so richtig viel zu sagen. Die ist ja auch gerade in der Mache. Grundsätzlich ist unser Ziel, die nächste Veranstaltung in Berlin zu machen. Traditionell ist das ja dann immer so im Mai. Wir brauchen eine neue Location, die haben wir noch nicht gefunden. Wir brauchen die deshalb, weil einfach das Raumangebot bei Wikimedia, wo wir sonst sicherlich wieder unterkommen können, aber das Raumangebot ist halt einfach unbefriedigend, weil dort einfach so viele Räume, die wir zuletzt noch als Veranstaltungsräume genutzt haben, jetzt in Büros umgewalkt wurden und wir sind da quasi so ein bisschen rausgewachsen. Und bevor ihr fragt, wir haben deswegen auch noch keinen Termin. Also wir können euch da jetzt noch nichts Konkretes nennen, weil das natürlich dann auch davon abhängig ist, in welche Location das reingehen wird. Genau, aber das ist jetzt, sagen wir mal, Teil der nächsten Aufgaben, einen Ort zu finden. Wenn ihr da Tipps habt, wer auch jetzt hier das immer noch gerade noch mithört, wir brauchen halt was für 100 bis 150 Leute, was uns mindestens einen größeren Konferenzraum bietet und mindestens zwei, drei mittelgroße Workshop-Räume und natürlich noch genug Platz, um sich sonst noch irgendwie ein bisschen zu unterhalten. Gibt es natürlich solche Orte, aber bisher hatten wir halt immer so die Gelegenheit, doch weitgehend mietfrei unterzukommen. Das ist natürlich ein Privileg, was man jetzt nicht so überall erhalten kann. Das hat uns auf jeden Fall geholfen, den finanziellen Aufwand, den man jetzt für diese Veranstaltung treiben muss, niedrig zu halten. Und das wollen wir natürlich eigentlich auch gerne so beibehalten. Das heißt, der Großteil des Geldes, was ihr jetzt hier bezahlt habt, ist tatsächlich einfach fürs Essen. So, also letztlich Geld, was man auch sonst auf die oder ein oder andere Art und Weise ausgegeben hätte, plus halt noch so ein bisschen, was eben so sonst immer noch dazukommt, so Versendekosten und sonstiger Klimbim. Naja, auf jeden Fall das Ziel ist, irgendwie im Mai was zu finden und dann werden wir diesen Termin auch verkünden, wenn es denn einen gibt. Und ihr könnt euch ja schon mal den Mai so ein bisschen zur Seite legen. Und wir würden uns natürlich auch über Leute freuen, die sagen, ja, Subscribe ist super. Nächstes Mal bin ich auch bereit, die eine oder andere Tätigkeit, wenn ich im Vorfeld dann zumindest auf dem Event noch mit zu übernehmen, weil wir müssen einfach zusehen, dass wir hier immer mehr Leute dazu gewinnen, das Ganze zu tragen, damit auch einfach mal andere mal eine Auszeit nehmen können. Zum Beispiel. Oder zumindest sich ein bisschen weniger überarbeiten. Ralf kriegt das Kind umgeschnallt und ich mach den Rest. Ja. Ja, aber ich hoffe. Also,
Ja, aber also auch, ne, wie gesagt, es war super, dass dieses Mal schon so viele mit eingebunden, sich eingebunden haben, ja, und eingebracht haben an verschiedenen Stellen. Das war toll. Ja. Wir hatten in so vielen Bereichen schon so viel weniger zu tun diesmal. Also wie gesagt, man sucht sich dann andere Aufgaben, aber die grundsätzliche Richtung ist da, glaube ich, eine sehr, sehr gute, die wir da haben. Das, eigentlich war es das auch schon mal. War es, oder? So, kommen wir zu den Shutdown- Maßnahmen. Als allererste, bevor ihr dieses Gebäude verlasst, bitte lasst euer Teilnehmerschildchen da. Sonst steigen die Ticketgebühren nächstes Mal. 1 Euro pro Teilnehmerschild. Genau, das ist. Wir haben dieses Mal gar nicht so viel zu tun. Ich sagte ja schon, wir sind ja ein bisschen verwöhnt worden. Gewöhnt euch nicht total dran. Es wäre schön, wenn sich einfach so ein paar Grüppchen zusammenfinden, die verschiedene Dinge tun. Also sei es die Plakate, die könnt ihr auch gerne als Souvenir mitnehmen. Also diese A4-Teile, die überall als Wegweiser hängen, irgendwie mal abhängen, draußen die Tische leer machen. Irgendwie Ralf muss den Podcaster-Tisch abbauen, wird da sicherlich gerne ein bisschen Hilfe entgegennehmen. Zu den Plakaten, wir haben wirklich noch ziemlich viele übrig. Ich stelle die gleich mal einfach vorne hin, da könnt ihr euch wirklich gerne von zu Hause was mitnehmen. Da steht dann häufig unten drunter irgendwie Raum 7, aber das könnt ihr einfach abcutten und dann habt ihr eigentlich ein ganz schönes Artwork so. Nehmt da einfach mit, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, Tische, Stühle, alles so lassen, damit haben wir nichts zu tun, richtig? Das ist mein aktueller Informationsstand. Wenn ich noch zwischendurch Leute brauche, die irgendwas machen, dann schreie ich nochmal laut und sage, ich kann nicht tragen und dann könnt ihr mir gerne helfen. Genau. Ansonsten müssen wir jetzt hier auch nicht flüchten. Also es gibt jetzt hier keine Glocke, die jetzt hier ringt und dann muss alles raus. Also ihr könnt euch hier auch gerne noch im Gespräch weiter zusammenfinden. Das ist zum Beispiel schon mal eine super proaktive Aktion, die ich da hinten sehe. Ah ja, genau. Das ist in der Tat etwas, wo man jetzt wirklich Getränke, Flaschen, Tassen, also alles, was so benutzte Tassen sind, zumindest so auf diese Spülbereiche. Irgendjemand wird sich um diese Geschirrspüler herum auch nochmal darum bemühen. Die müssen im Prinzip alle nochmal in diese Geschirrspüler rein, die ist in dieser Teeküche, die da hinten ist. Ja, aber bitte nicht selber reinstellen, das ist auch nicht. Ja, aber zumindest erstmal alles zusammentragen, Flaschen möglichst in die richtigen Kisten sammeln. Wenn es schon volle, leere Kisten gibt, also volle Kisten mit leeren Flaschen so rum, dann kommen die hinten, wo ihr in Richtung der BR-Studioführung gegangen seid, wo diese vollen Kästen auch standen, da könntet ihr vielleicht schon mal ein paar hintragen. Banner müssen wieder abgehangen werden, da könnte Ralf Hilfe gebrauchen auch. Auf dem Tisch vor dem kleinen Notizsaal liegt ein kleines Notizbuch und wartet auf. Ja, so ein bisschen Lost and Found wird es vielleicht noch geben. Müssen wir mal gucken, ob wir das genau irgendwie. Dann ist, glaube ich, noch eine Trump-Perücke ist, glaube ich, auch noch über. Falls da jemand. Aber ich glaube, das will, glaube ich, derzeit in diesen Zeiten wirklich keiner tragen. Nee. Wird mir vom Leib. Ja. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt hier Schluss. Shutdown. No? Genau. Gut. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, dass ihr da wart.